Fast jeder Fünfte hat auch bei uns in Norddeutschland mit regelmäßigen Kopfschmerzattacken zu kämpfen. Täglich melden sich tatsächlich eine unglaubliche Zahl. 1 Million Menschen deswegen bei der Arbeit krank. Nora Binder zeigt Ihnen, dass die Medizin ganz aktuell einen wirklich ganz entscheidenden Schritt vorangekommen ist in der Migräneforschung. Einfach so in den Tag hineinleben, ihn genießen und machen, worauf sie gerade Lust hat, das kann Bettina Frank schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie leidet unter einer aggressiven Form der Migräne, die ihr Leben bestimmt. Es ist ein Pochen und Hämmern. So, man hat das Gefühl, als wäre irgendwie zu wenig Platz fürs Gehirn, als würde es fast platzen. Und bei jeder Bewegung wird es noch schlimmer und schlimmer. Ich habe halt wirklich, kann man sagen, 15, 20 Jahre lang vergeblich gesucht nach einer adäquaten Behandlung. Und das ist mir leider nicht gelungen. Und so haben halt alles versucht, also auch so die alternativen Methoden. Akupunktur, Osteopathie, in der Not immer wieder Schmerzmittel. Nichts hat dauerhaft geholfen. Im Gegenteil, ständig Medikamente einzunehmen hat ihren Organen geschadet. Mit der Zeit litt auch die Seele. Bettina Frank bekam eine Depression. Ich habe kaum mehr gewagt, mich zu verabreden mit Freunden. Also hat wirklich ein sozialer Rückzug erfolgt. Und ich habe wirklich nur geschaut, dass ich irgendwie meinen Tag rumkriege, dass ich die Kinder versorge und halt die allerwichtigsten Dinge machen. Also manchmal war Einkaufen schon zu viel, also konnte ich auch nicht mehr. Ihre letzte Hoffnung, 2001 ein Klinikaufenthalt in Kiel. 3 Wochen in einer Spezialklinik. Ihr Arzt, ein Neurologe und Verhaltenstherapeut, macht ihr wieder Mut. Hier in der Kieler Schmerzklinik lernt sie, neben den richtigen Medikamenten ist ein geregelter Tagesablauf wichtig. Regelmäßig essen, mehr Entspannung. Seither kommt Bettina Frank alle paar Wochen zur Kontrolle in die Sprechstunde. Professor Dr. Göbel hat ihr Medikamente verschrieben, die wirken, ohne den Körper zu stark zu belasten. Aus 20 Migränetagen pro Monat wurden so 6 bis 7. Doch eine neue Studie lässt Bettina Frank jetzt auf noch mehr Besserung hoffen. Migräne-Spezialisten wie Professor Dr. Göbel haben 50.000 Menschen in ganz Europa untersucht. Gesunde und solche mit Migräne. Die Frage ist, was ist anders am Bauplan der betroffenen Menschen im Vergleich zu Menschen, die keine Migräne entwickelt? Was ist der Unterschied? Und wir haben jetzt zum ersten Mal herausgefunden, dass es an einem bestimmten Gen, an einer bestimmten Genvariante liegt, die erstmalig einen Risikofaktor erklärt und darstellt, warum bekommt jemand Migräne und warum bekommt jemand anders nicht. Wir können also herausfiltern, dass aufgrund des Bauplans, des menschlichen Bauplans, die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass Migräneattacken entwickelt werden im Leben oder eben nicht. Die Forscher haben herausgefunden, Menschen mit Migräne haben auf dem Chromosom 8 eine besondere Genvariante. Menschen ohne Migräne haben die nicht. Dieses Gen reguliert im Gehirn einen wichtigen Stoff, das Glutamat. Das sorgt dafür, dass wir schnell denken, Reize rasch verarbeiten können. Aber bei Menschen mit Migräne gerät die Regulierung aus dem Gleichgewicht. Die Studie zeigt, bei allen Migränepatienten kommt es an den Nerven zu einem regelrechten Glutamatstau. Die Folge? Reizüberflutung und damit schwere Kopfschmerzen. Für Betroffene ist dieser Glutamatüberschuss dabei Fluch und Segen zugleich. Sie sind sehr leistungsfähig, können 3 Dinge auf einmal machen. Migräne bedeutet, kreativ aktiv zu sein. Das Gehirn ist quasi nicht strukturell kaputt, sondern es hat eine Besonderheit. Es ist sehr schnell und aktiv und bringt dadurch diese besondere Leistungsfähigkeit zutage. Bettina Frank hat dafür allerdings einen hohen Preis bezahlt. Es waren verlorene Jahre, die man keiner mehr zurückgeben kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich informiert. Da habe ich schon große Hoffnungen, dass man in absehbarer Zeit etwas findet, das diesen Glutamatstau an den Synapsen eben schneller abbauen kann. Also das hört sich für mich schon an, als wäre das ein Meilenstein.